Kapitel 3 Vergeltung. Ja, hallo, da bin ich. Euer Papillon. Und wir konnten uns hier in die Kirche retten. Warum sind da Kerzen? Mit den Kerzen zeigt man, dass man an jemanden denkt. Oh, darf ich eine anzünden? Wenn du willst. Aber verbrenn dich nicht. Danke. Ja, hier sind die kirchlichen Schriften. Für Mama und Papa. Bitte wache über sie. Ja, aber hier muss ja Leben sein. Sonst würden ja keine Kerzen brennen. Hier hört sich alles so komisch an. Das ist das Echo. Hallo! Hugo, hier ist vielleicht jemand. Oh. Was haben wir da? Oh, eine Halskette. Ein Rosenkranz. Wozu braucht man den? Zum Beten. Kann ich damit mit Mama und Papa reden? Das machen wir zusammen. Ja. Da haben wir unseren Rosenkranz gesammelt. Diese aus einfachen Materialien gefertigten Ketten werden zum Beten verwendet. Ihre weite Verbreitung zeugt von der außerordentlich großen Rolle, die Religion innerhalb der Gesellschaft spielt. Die Religion verspricht nicht nur die Erlösung der Seelen all ihrer Gläubigen, sondern stiftet auch Möbel für Krankenhäuser und sorgt mit Prozessionen und Feierlichkeiten innerhalb des Jahres für Struktur. Aber die Kirche verfolgt auch Ketzer, verdammt die Gotteslästerer, und exkommuniziert sie in schwerwiegenden Fällen, wodurch sie jegliches Recht am Glauben verlieren, von der Gesellschaft ausgeschlossen werden. Verbarrikadiert. Wozu soll das gut sein? Das verhindert, dass hier jemand rein oder rauskommt. Vergib mir die Sünde, die ich begangen habe. Ich wollte nicht. Amicia, du tust mir weh. Tut mir leid. Ah, haben wir uns eben gekreuzigt. Ja, aber es brennen noch überall Kerzen. Alkohol in der Kirche. Das ist wohl ein bisschen Messwein. Hier sogar die Fenster sind koloriert. Das stiftet hier schon eine düstere Atmosphäre irgendwie. Und Schwefel. Ein zerbrochenes Fenster und eine Leiter. Vielleicht kommen wir da raus. Haben wir einen schweren Balken vorgelegt. Kletter hoch. Ich hoffe, sie zerbricht nicht wie die vorhin. Das wird sie nicht, Hugo. Vertrau mir. Amicia, da ist jemand. Kinder, was macht ihr denn hier? Pater, wir brauchen Hilfe. Geht! Es ist zu gefährlich. Ihr habt hier nichts zu suchen. Wartet, bitte, es ist wichtig. Wir sollten mit ihm reden. Na, wo geht er jetzt hin? Er schlappt da rein. Da sind wir. Da ist die Kirche. Im Kloster. Ist das der, der weiß, wo Laurentius ist? Das muss er sein. Er muss einfach. Oh, sie haben alles zerstört. Was geht hier vor? Vielleicht bauen sie größere Betten? Das bezweifle ich. Das war wohl mal der Schlafsaal der Mönche hier. Er sieht doch schon ganz schön verranzt aus. Und wir haben Stoff gesammelt.
Schwefel haben wir gesammelt. Jetzt gucke ich mal, ob dazu Eintragungen sind. Dazu haben wir jetzt keine Eintragung, aber das sind Sachen, die wir wohl sammeln können, um Verbesserungen herzustellen. Müssen wir hier alles durchsuchen. Wie gesagt, ich will euch so viel bieten, wie es nur geht. In diesen doch coolen Titel hier, der mich bis jetzt überzeugt. Den Geruch kenne ich. Oh, das war wohl hier mal der Waschraum. Heilkräuter. Die Mönche müssen sie ins Wasser getan haben, um sich zu reinigen. Mutter hat das auch immer getan. Und haben dabei den Messwein getrunken. Oh, wir haben mal Leder gefunden. Ja, die Wannen sind alle ganz schön kaputt gegangen. Das Kloster erinnert irgendwie an das Kloster an im Namen der Rose. Aber das sah nicht so verranzt und schäbig aus. Da war ja keine Pest ausgebrochen. So, wir gehen erstmal hier außen rum und gucken, was da ist. Dann gehen wir über den Hof. Der wohl... Ah. Salpeter. Ja, wo mal Obstgarten war. Blumen, die sind wunderschön. Jetzt sind hier alles Gräber. Das sind Nelken. Ich hatte auch welche in meinem Herbarium. Aber diese hier sind schöner. Hugo, wir müssen weiter. Warte, komm mal her. Was? Die wird dich beschützen und sie sieht schön aus. Oh. Na. Na dann. Jetzt können wir gehen. Vielen Dank, Hugo. Vielen Dank. Wollte ich auch gerade sagen. Nelken. Jetzt haben wir sogar Hugos Herbarium. Nelken werden auch als Gottesblumen bezeichnet. Manche führen diesen Namen auf ihre Schönheit zurück. Andere beziehen sich auf Legenden, laut derer sie aus dem Blut von Christus, Wundmalen oder den Tränen der Jungfrau Maria entstanden sein sollen. Sie gelten daher als Symbol für Liebe, Leidenschaft und Hingabe. Ihren Blütenblättern wird eine fiebersenkende Wirkung nachgesagt. Und in Essig eingelegt soll man damit Pestbeulen reinigen können, was ebenfalls zu ihrem guten Ruf beitrug. Ach, hier sind die Gräber der Mönche. Und hier hat er schon sein eigenes Grab geschaufelt. Ach du herrlicher. Und jetzt gucken wir aber mal hier jede Ecke mal ab. Nicht, dass wir etwas verpassen. Steine und Stoff. Was liegt hier hinten noch rum? Eine Schnur und Schwefel. Ja. War wohl mal der Obstgarten der Mönche. Bäume wurden gefällt, aus den Ästen wurden die Kreuze gemacht. Den Rest wird er wohl zum Verbrennen nutzen. Wo ist der Mönch bloß hin? Da hinten steht er. Wir gucken uns mal wieder um. Hier hat er auch schon alles gefällt an Bäumen. Pater? Ihr schon wieder? Ihr sollt verschwinden! Nur einen Augenblick, nur... Ihr versteht es nicht. Geht, solange ihr noch könnt! Bitte! Jemand muss uns helfen! Wenigstens ihm! Ihr
Jetzt sieht er unser Zeichen. Das Wappen von Robert Drun. Wir sind seine Kinder. Wir suchen Laurentius, den Doktor. Kennt ihr ihn? Ja, ich kenne ihn. Und ich weiß, er kümmert sich um eure Familie. Er sprach von dir. Ich bin Pater Thomas. Eure Anwesenheit hier ist kein gutes Zeichen. Die Inquisition. Sie kam und sie... Ich kann es mir denken. Doch hier stehen die Dinge weitaus schlimmer. Ihr müsst fort, unverzüglich, sonst sterbt ihr. Aber, Pater, die Dorfbewohner wollten uns töten. Sie sind völlig verrückt. Laurentius, nein, ich kann die Kirche nicht verlassen. Aber ein Ausgang durch die Krypta der drei Heiligen. Vielleicht ist es noch nicht zu spät. Ich könnte euch den Weg zu Laurentius Hof weisen. Doch dann möge Gott euch behüten. Ja, dann folgen wir mal dem Pater. Wurden Kreuze auf die Türen im Dorf gemalt. Ist es wirklich die Pest? Zuerst wurden Leute gebissen, immer nachts. Dann breitete sich die Krankheit aus. Zunächst innerhalb der Familien, dann überall. Fieber, Beulen, Menschen starben. Und als wir endlich die Ursache fanden, war es bereits zu spät. Und was ist die Ursache? Wir sind fast da. Sollte hier sein. Nur wir zwei sind noch übrig. Na, das ist ja beruhigend. Zu hören. Bruder Morell? Wartet hier. Bruder Morell! Bruder! Stimmt was nicht? Pater! Ach du Herrlicher, was ist das jetzt? Nein! Ach du Herrlicher, die Ratten kommen. Na herrlich. Umgeben von Ratten. Ach du Herrlicher, da haben wir. Das sehe ich auch. Wieso sind das so viele? Boah. Und da kommen immer mehr. Ich hasse ja Ratten auch, ey. Pfui, da, ey. Ist das widerlich hier. Ein Albtraum. Wir müssen hier raus, Amicia. Haut ab. Haut ab, ey. Ihr Rattenviecher, ey. Ach, da ist der andere Pastor. Mensch, der andere Bruder. Ah, den haben sie auch abgenagt. Wir müssen darauf klettern. Ich muss die Fackel ablegen. Beruhige dich, da ist eine Halterung. Wir haben immer noch genug Licht. Aber was dann? Wir finden eine Lösung. Oh, verdammt. Ich werde dir helfen. Jetzt auch noch die richtigen Tasten finden und nicht die Ausweichtaste. Und in die Rattenberge rein, ey. Ich verstehe nicht, warum es so viele sind. Feuer. Wir brauchen Feuer.
Haus verbrennt schnell. Wir müssen uns beeilen. Seht mit euch! Gut, geht mit! Beruhige dich, Hugo. Das Licht beschützt uns, verstehst du? Na gut. Jetzt. Das sucht sie also heim. Ratten! Der Priester erwähnte einen Weg nach draußen durch Los, die Schüchter. Los, hoch. Ach du Herrlicher. Amicia, die drei Statuen. Die Krypta der drei Heiligen. Das ist der Ausgang, den der Pater erwähnte. Wir müssen einen anderen Weg finden. Da hinten ist die Krypta. Hier sind die Ratten. Bah, wie widerlich. Komm, ich helfe dir. Na gut. So. Schön im Licht bleiben. Ah, oh, da ist doch wieder. Die sollte ich runterholen können. Sie haben sie alle gefressen. Nicht hinsehen. Wir können nichts mehr für sie tun. Das ist furchtbar. Boah, das ist ja wie im Film Piranhas. Wow. Dennoch looten wir hier. Schön erstmal im Feuer bleiben. Ah, da sind doch wieder hier. Oh, hier ein Memento Mori hier. Toten. Jetzt sind sie hier alle. Boah. Du zuerst. Na gut. Wie die kiebig werden, die Ratten. Jetzt weiß ich auch, wer Lyon getötet hat. Unseren feinen, treuen Hund. Waren diese Ratten bestimmt. Gut, dass sie hier oben nicht sind. Wundert mich. Salpeter und Leder. Ah, gut, wir gehen gleichzeitig. So. Ist hier noch irgendwas gewesen? Ich hoffe nicht. Folge mir. Ja, jetzt bräuchten wir den Rattenfänger. Oh, hier kommen sie auch schon. Jetzt müssen wir hier. Sie sind zu laut. Viel zu laut. Hugo, beruhige dich. Müssen wir wohl hier hochrennen. Werkzeug. Und mal gucken, was wir hier schon herstellen können. Wir können unsere Tasche aufwerten. Bietet denn Platz für mehr Material? Das machen wir doch wohl. Nicht schlecht, gar nicht schlecht. So. Dann haben wir wenigstens eine wertvollere Tasche. Keine Ratten. Wow. Nein, das Licht! Wow. Schnell ins Licht! Ich sehe hier keine Fackeln. Wie? Was sollen wir tun? Bleib erstmal beim Kessel hier.
Sie fressen das Fleisch. Das könnte funktionieren. Gut, das scheint sie abzulenken. Bist du sicher? Noch ein Schinken sollte reichen. Jetzt schnell alles nehmen, was wir kriegen können, und rüber hier. Ja, fresst mal den Schinken, ey. Dass er schön salzig für euch ist. Wenn ihr schön was trinken müsst. Nun gut, wir müssen vorsichtig sein. Au, 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 komm her, Kleiner. Alkohol. Da lang, dort sind wir in Sicherheit. Schön langsam. Nicht runterfallen, nicht runterfallen. Das werden wir nicht. Halt meine Hand gut fest. Hatte ich auch nicht vor, runterzufallen. Und da hängt wieder ein Schinken. Diese Fackel da. Da ist ein Loch im Gitter. Wenn ich den hochhebe, kommst du dann an die Fackel? Ja. Oh. Na los, komm. Hugo, runter durch. Hugo, beeil dich. Na los. Geht's dir gut? Ja, bleib wo du bist. Der Boden ist total morsch. Amicia, wie soll ich zurückkommen? Wir finden einen Weg, keine Bange. Solange du die Fackel hast, kann dir nichts passieren. Aber was ist mit dir? Wir bewegen uns gemeinsam. So scheint das Licht durch das Gitter und schützt auch mich. Bereit? Bereit. Gut, dann los. Langsam. Na, herrlich. Sehr gut. Ja, auf meiner Seite sind zu viele Ratten. Wie soll ich jetzt durchkommen? Das Loch da hinter dir. Ich sehe keinen anderen Weg. Geh da durch und wir treffen uns auf der anderen Seite. Bist du sicher? Rühr dich nicht vom Fleck, ja, wenn du Ratten siehst. Ich bin gleich bei dir. Ist gut, aber beeil dich. Ich beeil mich. Und weg. Schnell jetzt. Oh nein. Hugo, was hat der Lütschel wieder gemacht? Hugo, antworte mir. Das hört sich doch nicht los, gut an. Los. Erstmal hier auf dem Klosett alles mitnehmen. Jetzt gucke ich noch mal ins Menü, ob ich irgendwas gesammelt habe, was wir noch nicht gesehen haben. Das ist ja. Ich bin zum Licht
Wir werden dich von da oben runterholen. Ganz ruhig, Amicia. Ihm geht's gut, dir geht's gut. Konzentrier dich. Ja. Deswegen werde ich auch erstmal das hier einsammeln. So. Da hinten geht's lang. Und hier. Wir müssen ihn aber hier erstmal runterholen. Soweit ich sehe. So. Na. Jetzt so ein schöner Rattenbraten. Das ist was Feines. Die Zweige verbrennen zu schnell. Damit kann ich sie nicht lang genug auf Abstand halten. Ich hab etwas für dich. Na gut, zu wissen. Perfekt, danke. So, dann haben wir uns hier erstmal ein bisschen Freiraum verschafft. Je näher man den Viechern kommt, desto kiebiger werden die auch, ey. Die rasten ja richtig hier raus und wollen mein Fleisch haben. Ich hätte dich nicht allein lassen dürfen. Das war zu gefährlich. Ist schon gut. So. Was haben wir hier? Eine Schnur. Können wir oben noch mal gucken? Geht gerade nicht. Ich frage mich, ob ich da unten noch mal gucken soll. Komm, hoch mit dir. Natürlich. Gut. Gucken wir noch mal da oben. Wurde da was? Weil hier irgendwie was Schönes noch finden? Das habe ich schon mal gesehen. Ein Wappenrock der Kreuzfahrer. Ein Kreuzritter-Taper. Die letzten große Kreuzzug liegt schon ein Jahrhundert zurück und die Kirche sieht sich neuen Gefahren ausgesetzt. Krankheit, Hungersnöte, Krieg. Das Elend treibt die Menschen in die Arme des Glaubens. Dieser Bedarf an Spiritualität, der den vielen Toten zuzuschreiben ist, zwingt den Klerus dazu, in aller Eile neue Priester auszubilden. Aber einige Leute suchen auch weiterhin ihr Heil im Heidentum, Aberglauben und bei andersdenkenden Ordensvereinigungen. Was liegt da hinten noch Schönes? Und Werkzeug. Gut. Wie gesagt. Hier entlang. Komm. Ja. Ist ja nicht so. Dass wir keine Zeit haben. Hier kann uns keiner angreifen. Solange er nicht den Rattenfreifahrtschein gemacht hat wie wir. Da hinten ist nichts. Einfach mal so, um zu gucken, was da ist. Schönes. Na los, perfektes Stückchen. Und dann machen wir uns ein neues Stückchen. Und gehen hier wieder hin. Ah, diese stimmungsvolle Musik auch manchmal dazwischendurch, ne?
Haut ab, ihr Viecher. Die Krypta! Gott sei Dank, jetzt können wir hier raus. Ja, weit, weit weg von hier. Und wir können uns einen Beutel für die Schleuderfalter bauen. Das machen wir doch auch gleich mal. Das sieht schon viel besser aus. Das erhöht nämlich die Präzision. Und wenn man das da hinten sieht, ey. Von da sind wir gekommen. Geh voraus, ich bin gleich hinter dir. Und hier müssen wir lang. Ich muss noch mal husten, deswegen einen kleinen Moment bitte. So, und jetzt können wir uns wieder dem Spielerlebnis hier widmen. Und in die Höhle. Was ist das da auf dem Boden? Der Löwen rein. Weitergehen? Ja, wir sind so weit gekommen, es wird schon gut gehen. Bleib in meiner Nähe. Na, jetzt aber schnell. Was ist an den Wänden? Ich weiß es nicht. Die Ratten bauen Tunnel. Wer kennt es nicht von der gemeinen Ratte? Wie waren das? Glaubst du wirklich? Ja, wir sind in ihrem Nest. Dann werden sie ganz schön wütend sein. Na, das kannst du haben. Das ist ja ein widerliches Nest. Um Gottes Willen. Das ist ja widerlich hier. Ja, wir dürfen die Wände nicht berühren. Die Luft, sie brennt im Hals. Das will ich wohl glauben. Da drüben, Licht, wir haben es geschafft. Wir sind da, Hugo. Na los. Bin schnell rausgerannt hier. Nein! Lauf, Hugo, lauf! Pfui, Deibel. Oh, in Sicherheit. Geschafft. 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 Amicia, ich will zu Mama. Das möchte ich jetzt auch. Nach diesem Rattenwahnsinn hier. Ich werde tot sein. Hugo. Sie soll zurückkommen. Kapitel 4, der Lehrling. Amicia, werden wir nie wieder nach Hause gehen? Nein, das ist zu gefährlich. Sind die Ratten da auch? Vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich habe Angst, dass sie uns im Dunkeln finden. Bei Laurentius sind wir sicher. Komm. Ach, wisst ihr was? Und ob wir es nach Laurentius Hof schaffen, das seht ihr in einer nächsten Folge mit mir, eurem Papillon. Bis dann, auf Wiedersehen. Danke, dass ihr eingeschaltet habt.